Ah, doch, ich hab mal. Gut. Hey ho, was? Ja, genau, danke schön. Gleich ein K-Hit. Yay. Also, hier ist der Brain. Ich werde jetzt gleich ein wenig. Ja, genau, schieß es mal daneben. So geht doch. Kite, die mich, ich glaub's nicht. Na egal. Auf jeden Fall, ich werde jetzt. Ich und der Ghost, wir spielen jetzt ein wenig GTA Episodes of Liberty City im Online-Modus. Ich hab mir gedacht, komm, nimm's einfach mal auf, während wir so ein bisschen rumpimmeln. Und der ganze Witz in der ganzen Sache ist, ich nehme das Ganze jetzt auf und er weiß davon nichts. Ich habe mir gedacht, komm, erlaubst du meinen klitzekleinen Spaß. Er wird davon nichts wissen. Er wird gleich dazu kommen, ich werde noch einladen. Nicht wundern wegen dem Namen, das ist halt der Tech-Name über Windows Live. Das Ganze spielen wir auf dem Computer, ich spiele das mit dem Pad. Und ich will mal sehen, wie er reagiert, wenn ich das dann hochgeladen habe. Wir werden bestimmt auch dann noch einen zweiten Teil hochladen. Und bis dahin. Ich werde dann gleich nichts sagen. Mal sehen, was passiert. Naja, ich habe Kackmusik. Ich habe ja auch meine eigene Musik. Da möchte ich Clayfax nochmal bedanken. Da die mir die Erlaubnis dafür gegeben haben, ihre Musik zu benutzen. Also, ich warte auf. Ja, ich muss nochmal eben schnell telefonieren. Hallo? Da ist er ja. Hi. Gerade ich bin im Video geplatzt. Fuck! Das hast du gehört, oder? Ich darf die Musik von Clayback nutzen, hast du gesagt. Ah, scheiß drauf. Ah, genial. Scheiße auch. Ja, das war's dann wohl. Wollt ihr mir jetzt vorstellen? Nee, nee, das ist ja, also mach einfach so weiter, wie es ist. Darf ich mich nicht vorstellen. Ich kenne dich doch schon längst alle. Ja, und ich bin halt famous. Oh ja, genau. Hm, total. Genial. Ich hatte mir eigentlich so gedacht, komm, nimmst du einfach mal auf, ohne dass er es weiß, und ja, Arschlecken. Tja, das ist, wenn man dann von übers Ohr hauen will. Ja, wer sich, warte, wie heißt das schön, wer sich eine Grube greppelt, fällt am Ende selbst hinein, oder wie war das? Oder wer eine Bratwurst brät. Kann durchaus Vegetarier sein. Denn er verspeist sie nicht selbst. Naja, egal. Gut, da kann ich es ja jetzt auch ganz offiziell machen. Ich und der Ghost zocken hier so ein bisschen, pimmeln hier so ein bisschen rum auf dem, ja, was heißt auf dem Server? Das ist kein Server, das ist einfach jetzt mal eben so ein schnell erstelltes, freies Spiel. Machen wir in letzter Zeit ganz oft. Und dann habe ich mir gedacht, komm, nimm's einfach mal auf, was wir hier so rumpimmeln. Dass du den Scheiß jetzt wirklich aufnehmen? Ja, vielleicht, mal sehen. Vielleicht stelle ich es dann einfach nicht. Wenn ihr es jetzt gleich seht, dann wisst ihr, okay, das ist oben. Ja, geht ja auch nicht anders. Oh Mann, ey. Hast du nur Flughafen gemacht? Mhm. Nur Flughafen? Ne, aber ich bin gerade schon hier, deshalb spawnst du bei mir in der Nähe. Aua, geil. Ja, ich habe auch schon eine alte Dame über den Haufen geschossen, nachdem sie mich direkt am Anfang direkt eiskalt gekartet hat. Ich bin auf dem Weg. Ah! Tja. Da ist er ja. Warte mal, wie sieht's eigentlich mit der Audio-Ausgabe? Oh ja, komm, die machen wir gleich mal ein bisschen höher. Warte! Warte auf mir! Ja, ist ja gut. Ich würde schon mal fliehen, ich schnapp mir nämlich schlechter hier hin. Oha. Naja, weil wie es so heißt, ich werde ja auch so schön von ihm der Joker, so verrückt wie ich bin. Ja, ha, dankeschön. Wenn's nur verrückt wäre. Wir können ja mal ein Thema anschneiden direkt, wenn wir schon so... Ja, wenn es schon direkt weiß, ohne dass dann einfach nur stumpfes Gelaber ist. Was willst du denn anschneiden? Battlefield 4? Habe ich immerhin gerade... Oh ja. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, ich freue mich tierisch drauf, aber ehrlich, ich werde bestimmt den Link für die Battlefield 4 Multiplayer Gameplay bestimmt verlinken. Es ist der Wahnsinn, also... Ist natürlich klar, dadurch, dass jetzt die Leute da jetzt wirklich sitzen und exzessiv da sind und boah, ey Leute, pass auf, da ist jemand. Also für mich ist wirklich, das ist reines Battlefield. Das wird doch ein bisschen laut. Das machen wir eben so da. Auf jeden Fall, das ist wirklich Battlefield-Feeling. Ich meine, du sprichst dich mit deinen Leuten ab, ihr bleibt zusammen,
nicht, weil, also bei Battlefield 3, da, das eine ist, was ich und der Ghost, der haben das hin und wieder mal hingekriegt, dass wir wirklich da so ein reines Team hatten. Hat auch mal mit ein paar Kollegen geklappt, ein paar im Panzer, die anderen dann so, ein paar Medi. Hat gut geklappt, aber das, was die da gebracht haben, das war wirklich Feeling. Und sag jetzt nicht, der Ghost ist nicht da. Hallo, Kacklappen! Ah, der ist nicht da. Egal. Ja, auf jeden Fall. Es ist der Wahnsinn. Jeder, der ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn sich wirklich angucken. Es ist ein geiles Spiel. Ich werde mich tierisch drauf freuen. Ist auch eins der Spiele, was ich mir auf jeden Fall holen werde. Das werde ich mir gleich noch... Hier, Arma Alpha 3. Arma 3 Alpha. Alpha muss das sein. Genau, die Alpha hole ich mir dann auch entsprechend noch. Die wurscht auch noch. Also mal gucken. Boah, Bilderbuchlandung. Scheiben kaputt, aber Bilderbuchlandung. Können die kaputt gehen? Ja, jetzt warten wir mal gefreut drauf, was mit dem Swingschloss. Ich finde den Namen so genial. Wir haben die Namen bisher noch nicht geändert. Ich wollte meinen Gamertag, das ist nämlich auch der von Xbox, den wollte ich auch mal auf Brainlager ändern. Im Moment ist es immer noch immer mit YouTube drauf. Oh, da fliegt er, er ist ausgestiegen. Ja, zumindest noch mitgekriegt. Genial. Nun ja. Ja. Jetzt werden wir gleich noch drauf warten, was er noch so zu... okay. Was er noch so zu Battlefield 4 zu sagen hat. Und in dem Fall... Mach mal ein Rundchen drin. Ja. Da ist er ja. Und was hast du noch so zu Battlefield 4 zu sagen? Ich weiß nicht, was du schon erzählt hast. Eine Menge. Nicht alles, was geht, wa? Nee, ich habe nicht mehr so darüber erzählt, dass das wirklich mal... Ich habe ein bisschen über das Gameplay-Video da erzählt, wie das ist, dass das mal richtig geil ist. Dieses Feeling von Battlefield, wo du wirklich Teamplay hast. Obwohl also mehr hab ich bisher noch nicht erzählt. So sagen kann, weil man weiß, dass es erstmal sind Mitarbeiter von da ist. Ja, sowieso. Habe ich aber auch gesagt, die sitzen da ja auch alle. Und auch die werden sich da schon, die werden irgendwie ein relatives Drehbuch haben, könnte ich mir vorstellen. Naja, Skript. Skript. Keine Skriptsequenzen, die gibt's nicht. Die gibt's nur bei Call of Duty in Massen wieder. Ja, ich denke, dass das die... Erstmal ist Frostbite Engine 3, ja? Also, damit an. Also, was ich da, sag mal, in diesem kurzen, glaub, 4 oder 5 Minuten geht da, ich weiß es nicht. Weil es zerlegt hat? Es fliegt im Multiplayer ein ganzes Hochhaus, nicht in der Luft, aber es kippt um. Ja, weil auf die Stützen werden geschossen. Und es wird auf die Stützen geschossen und es kippt um in einem Multiplayer. Das kennt man sonst nur aus diversen Singleplayer ja. Und ich denke, dass das doch ziemlich grafikfressend ist. Also wenn ich lese, dass man als optimale Anforderungen eine 600er Serie von GeForce braucht, weiß ich nicht. Ich habe eine 400er Serie noch. Aber ich denke doch, dass sie da... Ich meine, das sind ja optimal und optimal muss ja nicht. Reicht ja. Also für minimal... Was ist schon? Den Dual-Core habe ich ja für das Minimale. Nein, ja, aber... Grafisch vielleicht auch, Arbeitsspeicher wird ein bisschen knifflig. Ich glaube, das war minimal irgendwie 8 oder 6 GB. 2. 2? Oh, gut. Ich hab 2 oder 4. Oh, schön. Jetzt wird es erstmal eiskalt angerufen. Erzähl du mal weiter, ich bin kurz weg. Ja. Auf jeden Fall, es ist schon heftig. Oder dann eine kurze Sequenz, dann laufen sie durch so ein... Art Tunnel, Parkhaus, wie auch immer man das nennen mag. Und vorher wird ein Panzer gesehen und der wird dann einfach, der Typ, du denkst, das ist ein Gegner, der schießt mit einem Granatwerfer auf den Stützpfeiler und holt damit die Hälfte der Straße runter und auf dem Weg auch den Panzer und das ist einfach unglaublich geil gemacht. Also man kann es nicht anders sagen. Ich bin damit dann auch wieder da. Muss man sich einfach mal überlegen, dass die es in schaffen, in normalen Multiplayer solche Sachen reinzubauen. Mit so viel Sachen, die auf einmal abpissen. Er schießt einfach auf diesen Pfeiler und es klappt ein Panzer darunter. Wo man denkt, warum schießt er da drauf? Ja, ich hab auch zuerst gedacht, da war doch gar kein Gegner. Aber nun ja. Ja, super. Thema fertig. Nächstes Thema. Ja, Thema fertig. Nächstes Thema. Call of Duty Ghosts. Oh, habe ich bisher noch nicht viel drüber gelesen, gehört, was auch immer. Ich habe mir den Stream angeguckt. Den Singleplayer-Stream
beziehungsweise die Wiederholung davon. Und ich sag euch nur eins. Es fliegt mehr in die Luft als sonst, wenn ich das so glauben darf. Das war's das auch schon. Also eine neue Engine kann ich bei aller Liebe nicht erkennen. Also weiß ich nicht, was sie sich da wieder. Ja, sie wollten ja mit einer neuen Engine prahlen und hast ja nicht gesehen. Okay, ich, das ist jetzt halt, das ist jetzt auch das Problem, die nächstbesten werden ja nicht. Ich sehe schon vor meinem inneren Auge, aber Call of Duty ist doch voll geil und hast du nicht gesehen. Bestraft uns dafür nicht. Wir sind wirklich. Gut, okay, wir haben selbst beide, also ich persönlich habe Call of Duty MW2, MW3, Black Ops leihe ich mir hin und wieder aus. Und das ist auch alles. Ich habe auch Call of Duty Spiele, das ist keine Frage, ich spiele sie auch, wie man auch auf meinem Kanal gesehen hat. Aber was ich halt wirklich am liebsten spiele, was ich im Moment aber irgendwie nicht so tue, weil irgendwie nicht so gerade viel los ist bei Battlefield 3, sind wir trotzdem prädestinierte Battlefield-Spieler. Ja, ich weiß, war auch Fachwörter da. Ja. Und nun ja, das sind jetzt einfach so ein paar Aussagen. Ich persönlich kann nicht viel zu Ghost sagen, ich habe bisher noch nicht viel gesehen, geschweige denn drüber gelesen, gehört, was auch immer. Ja, also es gibt halt zwei Missionen, eine unter Wasser und die andere ist mit dem Hund. Nur schon mal zur Info, der Hund heißt Riley, das ist auf den Hund, auf den Ghost zurückzuführen, nachdem ich mich benannt habe. Ghost ist aus MW2, wer es nicht kennt, die eine der Hauptpersonen, also eine meiner Lieblingspersonen aus sämtlichen Call of Duty Teilen. Sowieso. Dieser Hund heißt halt Riley und weil dieser Typ, dieser Ghost heißt Simon Riley und dann irgendwas anderes noch, ich hab's mir nicht gemerkt. Irgendwas ganz Kniffliges auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat er einen Spitznamen Ghost und ist einfach eine geile Figur, ganz einfach. Story war auch relativ ganz gut, muss ich sagen. Ich bin auch so ein Story-Player, sag ich mal. Und alles, was ich in die Finger kriege, ziehe ich wirklich die Story dann auch durch, wenn ich sie kriege. Ja, es geht halt, also ganz ehrlich, ich sehe nicht die Veränderung, die... Ich meine, es ist eine Alpha, es ist ein normaler Stream gewesen, es ist nichts, wo man sagen kann, das ist die fertige Grafik, aber ich denke nicht, dass sich da noch super viel tut. Also ich, wenn ich ganz ehrlich bin, Call of Duty Ghosts. Also wer jetzt sagt, Call of Duty Ghosts ist besser als Battlefield 4, vielleicht spielerisch. Das kann ja gut sein, aber grafisch. Ja gut, das ist natürlich jetzt auch die Feststellung. Ich meine, Call of Duty basiert größtenteils auf Team Deathmatch, Abschuss bestätigt und hassen nicht gesehen. Ich meine, was ist das bei Battlefield? Da hast du. Gut, okay, die haben jetzt auch die, ey, lass mal stehen. Das war richtig um. Hab ich jetzt auch so gemacht, aber. Nein, also Battlefield basiert halt größtenteils auf wirklich so. Ey, du Kackbratze! Das war mein Antriebsrad! Danke! Jetzt muss ich zum nächsten. Ja. Nächsten Medikit. Eiern! Ja. Ja. Auf jeden Fall, Battlefield basiert sich wirklich darauf, Teamplay, was in Battle in dem Trailer. Dadurch, dass das jetzt halt Leute waren, die... toll, das gibt kein Medikit. Dadurch, dass das jetzt wirklich Leute von DICE waren, ist klar. Da war das Teamplay quasi vorprogrammiert. Aber... jetzt wieder... egal. Auf jeden Fall... das ist halt so der Unterschied zwischen Battlefield und Call of Duty. Es gibt zwar immer noch einen riesen Streit. Call of Duty, Battlefield. Ist genau wie bei Xbox und Playstation. Aber die Playstation ist besser. Aber die Xbox ist besser. Tja, ganz ehrlich, Leute, holt euch beides. Tut's wie ich hab beides. Deshalb kann ich mich da nicht drüber klagen. Und er zerlegt anscheinend gerade die Autos hier. Ui. Nun ja, sonst noch irgendwas zu sagen? Ja, ich denke, ich werde beide, oder du, ich werde dir beide Trailer zeigen. Also dem Battlefield 4 Trailer wirst du mit in die Beschreibung packen, könnte ich mir vorstellen. Sowieso. Und die beiden Black Ops Stream. Black Ops? Ja. Black... ach, Black Ops, Quatsch! Ghosts! Genial. Kommen auch mit ein, wenn ich sie wiederfinde. Eins noch. Noch einen kurzen geilen Fakt zum Thema hier Xbox One oder meine Meinung zu Xbox One und PS4. Ganz ehrlich, Geldausschmeißerei. Tonne Klopperei. Es ist mittlerweile fast schon sichergestellt, dass man für Xbox One eine feste Internetverbindung braucht.
Ja, ist so. Ist festgestellt. Es gibt so, ich kenne so ein, zwei Fakten von einem Kollegen bei mir aus der Schule. Das sind so ein, zwei Feststellungen. Du musst durchgehend eine Internetverbindung haben. Du kannst nur dann die Xbox benutzen, wenn das Kinect, das neue Kinect 2.0 oder wie sie es nennen, angeschlossen ist. Dadurch ist aber auch die Gefahr darauf hinauf, durch das Mikrofon und die Kamera bei Kinect, dass du ausspioniert werden kannst. Die gesamten Spiele, die du spielen wirst, müssen in dein Konto eingeschrieben werden und du kannst dir somit, das heißt, wenn du dir Spiele von Kollegen ausleihen willst, brauchst du prinzipiell sogar direkt auch noch seinen Account dafür, um spielen zu können, weil es auf seinen Account eingeschrieben ist. Und wenn ich mich nicht noch ganz vertue, da gab es noch irgendwas, was ich jetzt allerdings auch vergessen habe. Ja. Ich habe nichts mehr. Ich eigentlich auch nicht. Jetzt stehen ja auch keine Motorräder, sonst hätte ich vielleicht so einen kleinen. Wie heißt das noch gleich? Ach, keine Ahnung. Ich hätte für etwas zu etwas aufgerufen. Wir haben uns nämlich hier so einen, ich sag jetzt mal, so einen kleinen Motorradparcours aufgebaut. Was ist das aufgebaut? Wir haben einfach das genommen, was hier da war. Und somit haben wir dann auch einfach was gemacht. Und da habe ich gedacht, wenn hier jetzt Motorräder sein würden, würde ich euch das mal zeigen und würde sagen, komm, zeigt uns doch mal, was ihr so könnt. Und macht auch was. Aber ich denke mal, das werden wir in dem nächsten Video machen, falls wir denn vielleicht jetzt irgendwas finden. Und somit sage ich dann tschüss, bis in die nächste Runde und man sieht sich. Ja, selber kann ich nur mich nur anschließen. Macht gut, guck doch mal auf meinen Kanal zwischendurch. Da kommen jetzt in letzter Zeit wenig Videos, aber bald ist wieder am Start, bald ist Sommer, da geht's ja rund. Oh ja, die Ferien. Also dann, cheerio!